Manche Objekte beeindrucken mit großen Namen. Diese Motive stammen von Salvador Dalí, die kyrillische Marke von Fabergé. Aber beim genaueren Hinsehen werfen sie Fragen auf. Das hat es so nicht gegeben. Das ist kein gutes Zeichen. Fälschung. Was? Wir können das, ja. In der Händlersprache sagt man auch gerne Antique 2000. Der macht mich fertig. Hier sind die Top 3 dreiste Fälschungen, die unsere Expertinnen zum Glück entlarven konnten. Platz 3 steht ganz unter dem Motto Außen hui, innen pfui. Um diese Lampe bin ich 2 Jahre rumgeschlichen und schließlich habe ich sie dann gekauft. Wenn man 2 Jahre um sowas herumschlawinert, dann war die mit Sicherheit nicht günstig, ne? Knapp 2000 D-Mark damals. War mächtig viel Geld. Ja, das war natürlich viel Geld. Puh, viel Geld. Da steckt ja sicher auch ein großer Name dahinter. Die Signatur ist von Charles Ruchot, einem französischen Bildhauer. Ruchot hat viele Jugendstilbronzen geschaffen. Und diese Femme Fleur ist ein typisches Beispiel des Jugendstils. Aber bei genauerer Betrachtung sieht Bianca sofort die ersten Macken. Das ist einfarbiges Glas, das hier unten am unteren Rand leider nur grün besprayt worden ist. Das ist kein gutes Zeichen, weil es einfach einen handwerklichen, kunsthandwerklichen Standard zeigen will, der hier nicht gegeben ist. Ist es denn Bronzeguss? Nein, es wird etwas Minderwertiges sein. Das Material kann ich hier auch nicht so genau bestimmen, weil nämlich der gesamte Korpus der Leuchte mit diesem grünen Spray und auch einem anderen Inkarnatspray übersprüht worden ist, sodass man überhaupt nicht mehr genau weiß, was ist darunter jetzt tatsächlich an Trägermaterial vorhanden. Mhm. Das kann ich Ihnen hier auch noch mal zeigen, weil nämlich das grüne Spray... Ach, oh, jetzt ist das abgebrochen. Ja, leider ist das eine Beschädigung, die schon vorhanden war. Nämlich dieses Blatt hing nur noch an einem seidenen Faden. Also was ich ursprünglich auch zeigen wollte, es befindet sich das grüne Spray auf dem Gewinde. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Leuchte ohne die Lampenschirme auf alt besprayt worden ist und nicht alt ist. In der Händlersprache sagt man auch gerne Antique 2000. Mhm. Das genaue Datum können wir nicht feststellen. Es könnte theoretisch auch von gestern sein. Ist es in Ihrem Fall nicht. Sie haben es ja schon vor ungefähr einiger 30 Zeit gekauft. Habe ich das schon. Aber trotzdem ist es so, diese Objekte waren mal sehr, sehr teuer und die sind in sehr großen Stückzahlen gefälscht worden. Die darfst du so nicht verkaufen. Nee. Schade. Platz 2 wirkt schon fast etwas zu edel, um echt zu sein. Also ich habe das von meinem Mann geschenkt bekommen zum 3. Hochzeitstag. Er hat mir das eigentlich als Brieföffner geschenkt. Er wirkt zu wertvoll, um ihn als täglicher Brieföffner zu nutzen. Aber Heide, sag mal, wieso könnte man denken, dass das Teil wertvoll ist? Weil nämlich hier es eine Stempelung gibt. Mit einer russischen Beschaumarke, 88 Zolotniki sind angegeben, steht für 916er Silber, also vergoldet. Deswegen eben dieser Gelbton. Darüber hinaus haben wir die kyrillische Marke von Fabergé. Und wenn wir jetzt hier ins Detail gehen, so kann ich direkt an der Schlange zeigen, die Farben der Diamanten und auch die Größen sind nicht gleich. Die Beschaumarke steht auf dem Kopf. Man könnte auch sagen, dass die Meistermarke und Fabergé vielleicht auf dem Kopf stehen. Aber bei Fabergé wäre das immer angeglichen gewesen, immer. Mit dieser Beschaumarke ist schon ein Zeitfenster vorgesehen, nämlich 1908 bis 1917. Was aber wiederum in Widerspruch steht zu diesem Kästchen, was in dieser Zeit schon anders gearbeitet worden sei, schon mit Schnappverschluss. All diese vielen kleinen Details weisen darauf hin, dass es sich hier um eine Nachahmung, eine Fälschung. Oha. Und was ist das jetzt wert? Also wenn es jetzt nicht echtes Fabergé ist, es sieht ja trotzdem, also für meine Augen jetzt sehr wertvoll aus mit diesen Diamanten und auch diesen seltenen Steinen. Ja, ich weiß nicht, ob man einen Wert angeben kann, wenn der Verdacht besteht, Fälschung. Die Objekte auf Platz 1 stammen von einem der berühmtesten Künstler der Welt.
Oder? Diese Motive stammen von Salvador Dalí, von dem berühmten Surrealisten. Oha. Ja, das Bestiarium nach Jean de La Fontaine, nach den berühmten Fabeln des 17. Jahrhunderts. Und das passt ganz genau auf Dalí, diese Illustrationen. Trotz Begeisterung, Frederike begibt sich auf die Suche nach Hinweisen für die Echtheit der Werke. Diese Blätter sind signiert rechts unten mit dem Namen Dalí und links haben wir hier die Seriennummerierung, und zwar in diesem Falle die römische 38 von 62. Das heißt also eine 62er Auflage von dieser Serie. Und das erste Problem, was ich gleich sagen muss, das hat es so nicht gegeben. Das heißt, das ist das Erste, was wir hier schauen müssen, dass die Blätter nachgedruckt, also sprich gefälscht sind. Was? Wir können vor allen Dingen auch das Papier prüfen. Das ist immer ganz wichtig bei diesen Serien. Vor allen Dingen das Wasserzeichen. Arich France. Und daneben ist eine liegende 8 für das Zeichen für Unendlichkeit. Und dieses Papier ist erst ab 1980 überhaupt hergestellt worden. Mhm. So, dazu kommt, dass Salvador Dalí ab 1980, ab Dezember, überhaupt nichts mehr signiert hat. Und zwar keine einzige grafische Serie. Das hat er auch notariell bekundet und beglaubigen lassen und hat auch ganz explizit dazu gesagt, dass seine Grafikserien immer überprüft werden müssen. Ganz genau auf Echtheit. Meine Liebe, dann darf ich die nicht zu den Händlern geben. Das ist natürlich schade, dass ich nicht weiterkomme oder in den Händlerraum komme. Aber so weiß man auf jeden Fall, was Sache ist. Genau. Und wenn ihr auch immer wissen wollt, was Sache ist, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Und schreibt uns in die Kommentare, welche Top 3 ihr gerne sehen würdet. Wir freuen uns auf eure Ideen. Bis zum nächsten Mal.